Olympus Heights, ja. Kopfkratzen. Ja, ihr habt es jetzt durchschaut. Na? Willkommen zu Hause, mein Kind. Willkommen am Ort deiner Geburt. Ach, bist du groß geworden. Aber du warst ja schon immer groß, sogar als Baby. Und was für ein Temperament du hattest. Das hast du bestimmt immer noch, oder? Natürlich bist du wütend auf Fontaine. Auf mich wärst du sicher auch wütend. Ich war eine echte Rabenmutter. Du hast viele meiner Kleinen gerettet. Ich stehe in deiner Schuld. Oh. Hallo. Ich habe an dir gearbeitet, während du schläfst. Ich konnte die mentalen Manipulationen, die Fontaine bei dir vorgenommen hat, zum Teil auflösen. Er hat keine vollständige Kontrolle mehr über dich. Trotzdem wird er wahrscheinlich noch in der Lage sein, unangenehme Dinge mit dir anzustellen. Ja. Dein Geist besteht aus vielen Schlüsseln und Schlössern. Fontaine hat die meisten dieser Schlüssel, aber nicht alle. Ich habe deinen Körper entworfen, aber Souchon hat deinen Geist erschaffen und Fontaine gelehrt, dich zu steuern. Wenn wir Glück haben, finden wir ihn in seiner Wohnung in den Mercury Suites. Vielleicht finden wir dort auch Teile von dir, die er nicht erreichen kann. Kommen Sie mit! Okay, geh du mal vor. Gut. Mama Tenenbaum hat gesagt, er hilft uns. Jep, das hab ich vor. Na? Da ist er. Der wird uns alle helfen. Wer ist das? Er ist hier, um uns zu helfen. Na, dann mach mal auf die Tür. Was stehst denn du da so rum? Bist du hier die Spaßbremse? Ach so, du bist der Türsteher. Hm? Ich komm an dir nicht vorbei, hä? Ich finde die goldig. Hier steckst du also mit Tenenbaum unter einer Decke, was Kleiner. Ah, diese liebende Gänsemutter. Okay. Wir hatten unseren Spaß, Kleiner. Aber jetzt wärst du so freundlich, dich von einem Big Daddy platt machen zu lassen. Ich hab gesagt, wärst du so freundlich, dich von einem Big Daddy platt machen zu lassen? Sieht ganz so aus, als hätte die Gänsemutter an deiner Birne rumgeschraubt. Kein Problem, wenn du nicht mehr nach meiner alten Pfeife tanzt. Ich hab noch was Neues auf Lager. Code Yellow. Oh oh. Ja, ihr habt es jetzt... Wenn du Fontaines Kontrolle entronnen bist, wirst du Rache nehmen können. Und meine Kleinen werden seine schmutzigen Machenschaften nicht mehr zu fürchten haben. Haltet ihr jetzt endlich alle die Klappe! Radio aus! Ende! So, ihr habt es jetzt alle wahrscheinlich begriffen. Unser Vater war Andrew Ryan. Den Mann, den wir gerade einen Golfschläger durch die Birne geprügelt haben. Unsere Mutter war Jasmine, die Nutte, die Andrew Ryan umgebracht hat, weil sie das befruchtete Ei, aus dem wir entstanden sind, verkauft hat. An den guten Mr. Fontaine, der eine Rückversicherung brauchte in Form von uns. Weil wir erstens den genetischen Schlüssel hatten zur Stadt, was bedeutet, dass die Sicherheitskameras und die meisten verborgenen Bots, die wir nicht gesehen haben, uns nicht zerlegt haben. Soll heißen, wir haben zwar unsere Schwierigkeiten gehabt, hier durchzukommen, aber ohne die genetische, Verwandtschaft zu Mr. Ryan
wären wir auf jeden Fall draufgegangen. Außerdem konnten wir dank unserer Verwandtschaft zu ihm die Tauchkugel benutzen. Also ich erzähle euch jetzt nur das Offensichtlichste, was wir auch schon aus den Tonbändern herausgefunden haben. Ja. In diesem Sinne mache ich hier mal einen Schnitt, weil ich glaube, meine Festplatte ächzt gerade aus allen Ecken und Kanten und mehr kann ich eh nicht mehr aufnehmen. Ja, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal bei BioShock. Bye, bye.